Falls zwischendurch mal ein bisschen abgehackt sein sollte oder sowas in der Art, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich das momentan um 0 Uhr abends aufnehme. Oder es liegt daran, dass ich ein neues Headset habe und mich echt noch nicht ganz dran gewöhnt habe, dass ich jetzt komplett nichts von meiner Außenwelt höre und nichts von meiner Stimme höre. Ansonsten war es immer so, dass ich eigentlich... Ah, nee. Oh Gott. Eigentlich... Wie lange hält das an? Wäre schön zu wissen. Oh. Eigentlich auf einem Ohr nämlich nichts höre. Das nehme ich bitte mal. Was machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht. Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten wichtige Momente fest. Okay. Blablabla, bla bla. Falls ihr das lesen wollt, habt ihr jetzt gelesen. Die suchen. Ne, da ist nichts drin. Tracking Armband. Okay. Dateien bitte. Konversationsarchiv 12.4. Wir haben ein Date. Nein, das klang ernst, deshalb wollte ich meinen Transcribe ausschalten. Also gut, du fragst mich, ob es in Ordnung ist, unser Spiel aufzunehmen. Auf den Transcribes. Ja, ich weiß, die Nutzung des Speichers ist nicht... nicht zu fassen, dass wir dieses Gespräch führen. Oh, tut mir leid. Ich werde meinen Job verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede. Was? Was? Genau. Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen. Was? Du sagst ganz oft was, wenn du Ja sagen solltest. Ja? Siehst du, alles geregelt. Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes, das ist nicht gegen die Vorschriften. Lädst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? Okay. Das heißt, sie war homosexuell. Was sind denn die E-Mails? Ganz unten. Seid gegrüßt, Abenteurer. Jeder von euch sollte nun im Besitz eines Kartenfragments sein. Ich konnte sie manchen von euch persönlich überreichen. Andere haben nach unserem letzten Spiel vielleicht eine neue Akte auf ihrem Schreibtisch entdeckt. Es sind... Kartenfragmente. Arbeitet zusammen und entschlüsselt die Hinweise. Kommt dann zu meinem Quartier und nehmt eure Belohnung entgegen. Oh, es sind ganz viele Karten, wie ich oben links sehe. Oha. Hallo Daniel, ich habe heute Spätschicht auf der Brücke und mein Transcribe... okay... in meiner Kapsel vergessen. Könntest du mir das Ding vielleicht auf dem Weg zur Datenzentrale vorbeibringen? Übrigens habe ich ein paar Ideen, wie wir unsere Uniform für die Vorführung in der Tulpa ein bisschen stylischer machen könnten. Aber keine Angst. Danke. So, Daniel. Mein Arbeitsterminal behauptet, es wäre Zeit für ein neues Passwort. Ich wollte fragen, ob ich Kublai Khan benutzen kann. Entspricht das Ihren Anforderungen? Dr. Calvino, zuerst einmal sollten Sie weitere Fragen zu Passwörtern haben, wenden Sie sich bitte an die IT-Abteilung und nicht an meine persönliche E-Mail-Adresse. Zweitens sollten Sie niemals Ihr Passwort in einer E-Mail erwähnen, egal wie gut unser Sicherheitssystem ist, man weiß eben nie. Drittens, die Passwortrichtlinien sind mal genau das, Richtlinien. Sie sind ein erwachsener Mensch und können benutzen, was sie wollen. Aber wir haben eben eine Reihe von Empfehlungen zur Passwortsicherheit. Okay, danke. Okay, das kennt, glaube ich, jeder, dass man einfach... Oh, ganz viele Notizen. Dass man einfach ein paar Richtlinien bei der Passworterstellung hat. Charakterbogen. Na, es hier ist wieder so ein DSA-Charakterbogen. Die haben ziemlich viel DSA gespielt. Das finde ich nice. Melindra Shadow Corner, Fatal Fortress, Weapons, Daggers und Dart, okay, Skills, das ist ein sehr abgespeckter Charakterbogen, Equipment, okay, HP 37, okay, cool, Notiz, Daniel,
Hab dich vermisst, ich lasse deinen Charakterbogen hier, habe aber einen übrig, falls du es nicht vor dem Spiel zurückschaffst. Und keine Sorge, sieht gut aus. Wir sehen uns im Freizeitbereich, Abby. Das Abenteuer beginnt. Nice. Zerknüllter, unfertiger, handgeschriebener Brief. Abby, es ist irgendwie persönlicher, dir einen Brief zu schreiben, aber längst nicht so angsteinflößend wie mich von Angesicht zu entschuldigen. Ich weiß, ich bin ein Feigling, aber ich weiß nicht, was ich sagen würde. Also, zerknüllter, unfertiger, handgeschriebener Brief. Abby, ich bin nicht gut in sowas, das merkt man ja. Wörter, bla bla. Zerknüllter, unfertiger, handgeschriebener Brief. Abby, manchmal kommen mir die Worte einfach so aus dem Mund und ich kann sie nicht mehr aufhalten. Und es ist zu spät. Sie sind raus. Ich war sie wohl alles nicht so mit zufrieden. Erledigen. Verschollenes Transcribe finden, im Vorführraum suchen, meine Sachen aus Abbys Hauptquartier holen, Entschuldigungsbrief fertig schreiben, Arsch hochkriegen, Beziehungen über Arbeit stellen. Freitagabend, okay. Mein Ohr juckt so. Ups, da bin ich kurz ans Mikro gekommen. Gut, wir müssen jetzt überall ein paar Stimmproben sammeln. Ich würde gerne aber noch die... Oh, da hat jemand den Stuhl ein bisschen zu weit geschoben. Die Sachen, die Notizen eigentlich gerne fertig gelesen haben. Bitte Gedankenkontrolle. Wir haben nicht genug Psi. Oder Psi. Wohin müssen wir denn... Oh, bin ich doof. Oh mein Gott, bin ich doof. Oh mein Gott. Oh. Mein Gott, bin ich doof. Na gut. Das habe ich gelesen. Wir lesen. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt. Jetzt kann ich. Was? Jetzt kann ich gar nichts mehr drücken. Okay, nehmen wir das mal eben noch mit. Das, das, das. Okay. Ich kann nicht zurück. Wieso kann ich nicht zurück? Ich hoffe, ich habe dadurch jetzt nichts verpasst. Haben wir denn einen Medic? Nö. Ja, ja. Ja. So. Und jetzt nehmen wir die Glow-Kanone. Das war nämlich die Teilwerte kritisch. Das tat richtig hart weh. Wir doch reparieren. Boah, das dauert voll lange. Boah. Okay, der geht wieder. Was ist das denn? Ein Klo. Ich hoffe, jetzt kommt hier dieses Ding nicht wieder, was uns gerade ein bisschen Schrecken eingejagt hat. Beziehungsweise in der letzten Folge. Doch, es kommt natürlich wieder. Oder? Nee. Okay, nicht. Notiz, Code zum Fitnessbereich. Hallo Bill, wenn Sie verletzt oder krank sind, dürfen Sie aussitzen. Ansonsten heißt es 75 Minuten Training pro Woche. Minimum. Der Code zum Fitnessbereich lautet 8012, falls Sie ihn vergessen haben. Okay. Was ist das? Okay. Klo. Hallo. Da liegt was. Okay. Hallo. Da leer. Hallo. Da liegt was. Das nehmen wir natürlich. Hallo. Okay. Gut, gut. Gehen wir mal weiter. Waren wir hier schon? Eben speichern. Wir waren hier noch nicht. Besatzungswohnkapsel. Was? What? Das ist das Ding wieder, ja, ja. Ich wüsste jetzt wunderschön mal, was du überhaupt bist. Scan abgeschlossen. Poltergeist. Oh, cool. Weitere Proben benötigt. J. Forschung. Poltergeist. Blablabla. Poltergeister gehören nicht zum gewünschten Ökosystem der Typhon. Sie scheinen vielmehr das Ergebnis einer seltenen Mutation zu sein, die in weniger als 5% der Phantom-Genesis entstehen. Der Poltergeist ist auch der einzig bekannte Typhon, der sich unsichtbar machen kann und selbst beim Scannen mithilfe einer Psychoskops nicht auf,
zu spüren ist. Der genaue Mechanismus ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, da deren geringe Anzahl angemessene Studien erschweren. Bitte beachten Sie, dass Eindämmungszellen zur Studie der Phantomgenesis vollständig gereinigt werden müssen, damit keine Poltergeister übersehen werden. Schwäche ist Feuer. Okay. Hallo. Ja. Kennst du schon Margrave? Okay. Da hast du sie kennengelernt. Notiz. Paket abholen. Anders. Ihr Paket ist da an der Rezeption. Wenn ich nicht da bin, der Türcode ist bla bla bla, bleibt aber unter uns. Okay. Somit haben wir ein paar Codes schon erfahren. Sah aus wie ein Knopf, dieser komische Bild-Ding. Exterior Breach detected beyond this point. Okay. Kaputte Sachen. Da soll ich nicht rein. Was ist das? Ah. Notiz. Schlechte Träume. Hallo Mama, ich habe schlechte Träume, seit du weg bist. Dr. Preston hat gesagt, ich soll sie malen und dann gehen sie hoffentlich weg. Ich hoffe, dass dir mein Bild gefällt und dass du bald nach Hause kommst. Hab dich lieb, Corey. Wo ist das Bild? Ich will das Bild sehen. Da. Oh, sie träumt von Phantom. Okay. Hat da jemand schon eine Vorahnung? Was soll ich jetzt hier machen? Da ist er, Transcript. Hier spricht Fowles. Officer Fowles, Malia. Ich habe eine wichtige Bitte, aber etwas heikel. Ich muss wissen, dass ich Ihnen bei einer Überwachung vertrauen kann. Ja, natürlich, Sir. Normalerweise kann ich so etwas nur nicht ohne Zustimmung von Chief Eleazar, der Personalabteilung und eines anderen Direktors tun. Diese Leute unterstehen mir, Malia. Ja, Sir. Verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Auge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut, Ihre Besucher. Ich protokolliere alles im Sicherheitscomputer. Gut. Schicken Sie mir am Ende der Woche einen Bericht. Ja, Sir. Ich spiele jetzt Gitarre. Ups. Erstmal die Notiz. Die gelbe Tulpe. Die gelbe Tulpe feiern sie mit uns im kleinen Rahmen den Erfolg von Trendstar. 19 Uhr Trinkspruch und Rede von Alex. 20 Uhr Vorführung der Besatzung. Sky Braxton und Daniel Show. Besatzungseinrichtungen, zweite Ebene, Zwischengeschoss. Okay. Wollte hören, wie es dir geht, Sky. Ist nur ein Neuromod-Hangover. Ich fühle mich seltsam. Nicht zu fassen, dass du für Alex Clownshow in der gelben Tulpe gemoddet wurdest. Machst du Witze? Ich wollte schon immer ein Instrument spielen, hatte aber nie Zeit dafür. Es ist, als würde ich die Noten im Kopf sehen. Es fühlt sich an, als hätte ich mit 7 damit angefangen. Außerdem wirst du mit mir auf der Bühne stehen, oder? Nur um dich aufzufangen, wenn du plötzlich umkippst. Und nur, wenn du mich davon abhältst, Alex zu verprügeln, wenn ich zu viel trinke. Wir tragen die jetzt mal. Okay. Gut. Dann war es das hier, glaube ich, auch von. Ja, hier ist keine Sache mehr. Alles klar. Dann gehen wir mal zu einer anderen. Wir haben gar nicht mehr so viel Leben. Können wir das irgendwie auffrischen? Teifenköder. Die blauen sind, glaube ich, als Waffen. Ja, Waffen und Munition. Die grünen sind Konsummittel. Und die grauen sind alles uninteressante Scheiße. Was ist das denn? Bellamy. Okay. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das? Der Schlüssel der Leiche. Okay. 3 Neuromods. Den trinken wir natürlich. Also heute Gin nicht zu trinken ist schon ein kleines Verbrechen. Kopfhörer. Okay, schalten wir einfach mal an. Könnte ich das vielleicht verriegeln? Danke. Ich habe keinen Bock, dass da irgendwas reinkommt. Sei irgendwas. Was ist das denn? Psy, 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 Psy. Irgendwas.
Keine Ahnung. Oh, okay, okay. Datei. Forschungsdaten über Typhons von Morgan Yu. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Cool. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Was ist das denn? Antigravitationsfeld. Oh. Okay, gefangen nehmen kann. Okay. Telepathie. Was ist das hier? Psychoschock. Okay. Gedankenkontrolle 3. Nicht mehr feindselig zu sein, nur bis zu 60 Sekunden. 60. 40, 20. 60 ist aber nice. Eine ganze Minute. Oh. Die mag ich nicht, wenn ich aus irgendwas rausgehe. Das kann ich nicht. Was gibt's sonst noch? Oh, hier ist eine Notiz. Schon wieder deinen Transcribe verloren? Hey, du hast wohl schon wieder deinen Transcribe verlegt. Wollte nur sagen, dass bei deinen... Ups. Sachen in meinem Quartier liegt. Weiß nicht, ob du es wieder haben willst. Kannst mich ja anrufen oder so. Abby. Kann ich hier... Oh, okay. Kann ich auch nicht entriegeln? Das auch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir halt weiter. Dann gehen wir halt weiter. Schau nicht... Was war das? Wir gehen einfach mal weiter. Was ist hier? Alter, war gerade so eine Fliege auf meinem Mann. Ich habe mich mega erschreckt. Hey, warte. Ich will irgendwas nehmen, was so... So was hier zum Beispiel. Ups, das war mein Mikro. Oh, okay. War das vielleicht ein versteckter Gang? Hier ist aber, glaube ich, nichts Interessantes, oder? Weg damit. Der Orit. Okay. Eine Schrotflinte. Die Munition, die nehmen wir natürlich. Die Munition, die nehmen wir natürlich. Und die Munition, die nehmen wir natürlich. Die Evakuierung bricht einer Überlebenden. Das nehmen wir natürlich. Nein, shit. Oh Gott, ich bin zu inkompetent dafür. Ich glaube, ich habe jetzt schon verloren. Oh shit. Ja, ich habe jetzt schon verloren. Soll ich da jetzt hinkommen? Oh, war ich dumm. Damage. Nochmal. Y. Und jetzt wieder zurück. Hoch. Links. Runter. Links F. Okay. Das war besser. Ruckel, ruckel. Dateien. Waffen am Great Fabricator Plan. Das ist nice. Den kannte ich aber schon, glaube ich. E-Mails. Illuishin. Bitte stellen Sie auch. Warte. Warte. Ist das nur das eine? Bitte stellen Sie auch Mikalei Illuishin unter Beobachtung. Im Moment erledigt sie zwar ihre Arbeit, aber ihr Zustand stellt ein potenzielles Risiko dar. Und wir brauchen vielleicht ein Druckmittel. Begrenzen Sie Ihren Zugriff auf Arbeits- und Besatzungseinrichtungen. Lassen Sie sie bitte nicht in der Nähe der Labore. Unterfolgen Sie jegliche Kommunikation zwischen ihr und Dr. Gallegos. Außerdem der Psychotronic. Der Krankenstation hat langsam den Verdacht, dass sie unter weißem Rauschen leidet. Vielleicht reicht also die Tatsache, dass ihre Akte gefälscht hat. Wow. Normalerweise würde ich für eine Entfernung ihrer Neuromods plädieren, aber das ist in ihrem aktuellen Zustand nicht möglich. Halten Sie mich auf den Laufenden, Alex.